Ich sag mal so, wenn du auf deine Ernährung achtest und halt vernünftig isst und auf deinen Körper guckst, was du brauchst, brauchst du normalerweise gar nichts. Also da bin ich noch so verschlafen. Kaffee rein und sofort drauf. Man darf nicht direkt so von 0 auf 100, weil das fällt ganz schnell wieder ab. Ja. Auch wenn du mal keine Lust hast, du musst gehen, so ein bisschen was machen, auch wenn du nicht 100% gibst, weißt du? Was geht ab? Ich bin immer noch Sedo und heute wieder mit Dennis Williams. Wir reden über Fitness, über Sport. Bevor wir darüber reden, abonniert auf jeden Fall erstmal den Kanal. Fitness und Sport. Ja. Ich habe, du postest ja bei Insta immer richtig viel in deiner Story, wenn du beim Trainieren bist und so. Hat mich auch persönlich motiviert, muss ich sagen. Ja, meine täglichen Sachen so, ne, was ich so mache. Bisschen. Ja. Also richtig extrem. Also so, ich habe halt so von mir, ich habe früher viel so Fitness gemacht. Ich liebe das auch mit Kraftsport und so weiter. Aber ich bin halt faul geworden und ich bin fett geworden und dann innerer Schweinehund und so und man hat keinen Bock mehr und so. Und jetzt auch durch deine Instagram-Story und so, ich bin richtig motiviert. Ja, freut mich, ja. So, und bei dir mit Sport, wie hast du angefangen? Also ich hole mal ganz aus, so früher habe ich gar keinen Sport gemacht, bis ich glaube ich 22 war. Mhm. Und dann sind die Jungs von mir immer trainieren gegangen und haben gesagt, komm mit und du musst mitkommen, wir müssen ein bisschen was machen und hin und her. Und seit ich dann da war, das ist jetzt knapp 10 Jahre her, habe ich so mit Fitness, Bodybuilding so angefangen. Aber dann und, so direkt von Anfang an so richtig hardcore, so direkt rein mit allem drum und dran oder nein, so langsam mit der Zeit einfach. Nein, einfach mit den Jungs mitgegangen, einfach pumpen. Früher, das ist jetzt auch 10 Jahre her, ne? Früher war man anders drauf, man war feiern, das war so mehr, wie sagt man, Disco-Pumpen. Ne? Ja, so also, Hauptsache die Frauen finden einen geil. So Hauptsache aufpumpen, ein bisschen breit und fürs Freibad und so halt. Und, aber es hat sich alles so entwickelt, ne? Ja. Und ja, jetzt mittlerweile 10 Jahre dabei, so. Ja, das ist schon krass. Ne? Nicht professionell, ja, aber neben der Arbeit, Familie, man muss halt alles unter einem Hut kriegen. Ne? Aber Sport ist... Gehst du jetzt jeden Tag? Großer Bestandteil. Fast jeden Tag bin ich, ja. 5-6 Mal die Woche doch. Ja. Und wenn ich Pause mache, dann mache ich halt was an. Gehe ich ein bisschen laufen oder... Also, aber rein Fitness, so Bodybuilding, 5-6 Mal die Woche. Ja, ich hatte das auch bei dir gesehen, wo die ganzen Fitnessstudios geschlossen hatten und so. Ja. Ich habe dich die ganze Zeit laufen sehen und so. Ja, ich habe gedacht, was ein verrückter Typ. So. Ja. Ich habe ja den Barbershop nebenbei und dann haben wir ein paar Hanteln hierhin geholt und konnten privat ein bisschen Hauptsache was machen. So. Ja, ein bisschen die Arme aufpumpen, Brust und dann geht das schon. Ja, ja, bei mir war halt so, ich habe... Früher bin ich auch jeden Tag, ich habe auf die Ernährung geachtet und so, habe geguckt, dass ich vernünftig esse, habe auch ein paar Supplements genommen und so, ein bisschen Eiweißpulver, BCAAs und so weiter und so fort, Kreatin, was man halt so kennt, so die üblichen Sachen. Und dann bin ich halt faul geworden, so. Ja. Und dann bin ich halt einfach nur fett geworden, weil ich habe halt weiter gefressen die ganze Zeit, aber halt auch ungesund und so. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich muss wieder was machen, so. Ja, ich bin der Meinung, man muss immer ein bisschen was machen, so. Zu viel ist auch nicht gut, aber wie gesagt, also ich verdiene nicht mein Geld mit Sport, aber ich gehe halt trotzdem sehr oft, ne? Ja. Und man ist halt, muss ist halt schauen. So, wenn man das so richtig exzessiv macht, so ein richtig krasses Hobby, ne? Ja, doch. Und bei also dir auch mit Ernährung und so machst du auch ein bisschen zumindest. So, man sieht ja, ja immer so, so zu 80% gucke ich drauf halt. Aber wie gesagt, ich verdiene nicht mein Geld mit meinem Körper. Leider nicht. Aber deswegen, man muss auch ein bisschen Mensch bleiben und sich was gönnen. Anderes, und ich kann nicht immer anders essen. Ich habe Frau und Kind zu Hause. Ich muss das alles irgendwie unter einem Hut bekommen, ne? Geht die Frau auch zum Sport oder gehst du? Ja, zwischendurch, aber ich gehe immer alleine. Ja, so, damit man so, ich habe das aber auch so, ich gehe auch am liebsten so allein zum Sport, so zum Fokussieren und so. Dann ist man so mehr aufs Training fokussiert, wenn man mit anderen zusammengeht. So ist dann auch lustig und so, aber ja, genau. So. Also ich nehme das schon sehr ernst eigentlich, ne? Ja. Also wenn ich ins Training gehe, dann muss ich das auch für mich lohnen, so. Ja.
Sonst hat das keinen Sinn für mich. Ne? So und so Supplements und so, nimmst du da irgendwas? Früher habe ich mir auch alles reingehauen, so. Ja. Weil früher hat man noch nicht so die Ahnung gehabt. Ne? Ja, ja, also wo ich angefangen hatte, gab es noch kein YouTube und so. Also es gab YouTube, aber jetzt du konntest noch nicht so viel nachschauen. Du wusstest nicht, wen du fragen solltest. Und da habe ich mir auch alles reingehauen, Eiweiß und Mass-Gainer und alles, wovon man zunehmen sollte. Und aber mittlerweile habe ich so meine Basics, bisschen Kreatin und während des Sports so Aminosäuren und sowas. Mhm. Und aber viel mehr auf Gesundheitssupplements, so Vitamine, okay, und Mineralien und sowas, da lege ich mehr Wert drauf. Okay. Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, sag ich mal. Aber mehr so die Gesundheitsschiene, ja, doch, ja. Ja, so auch mit YouTube, mit den ganzen Fitness-YouTubern. So, ich finde irgendwie, das Schwierige ist, so wenn ich dann mal ein paar Videos von einem gesehen habe, ja, so irgendwas war immer, wo ich dann gesagt habe, nee, ich glaube dem das nicht so ganz. Oder so, weil die sind ja oft gesponsert von Leuten und von Firmen. Und so gerade so dieses Supplement-Thema so auf YouTube, ja, finde ich richtig eklig. Ja, da sind wir wieder beim Thema, die verdienen Geld damit. Ja, ne? Ja. Also wenn mir jetzt Firma XY sagt, ey, wir sponsern dich. Natürlich muss man das persönlich vertreten können, also ja, normalerweise. Aber natürlich sagen die, das brauchst du beim Training, du musst das. Aber ich sag mal so, wenn du auf deine Ernährung achtest und halt vernünftig isst und auf deinem Körper guckst, was du brauchst, brauchst du normalerweise gar nichts an Supplements. Ja. Das ist so, Supplements ist immer so die Kirsche obendrauf, so. Weißt du? Ja, für mich war das immer noch so ein bisschen so dieser Spaßfaktor auch, so, weißt du? Du trinkst deinen Shake vom Training, ja, und so, so, so dieses Ritual-Ding. Oder so einen Booster und so richtig pushen, ja, genau, kann man mal machen. Aber, aber ja, so jeden Tag Booster ist natürlich machen, auch, ja, so. Das kostet das fickt auch dich alles auch Geld. Ja. Du, so, manche geben 200-300 Euro im Monat für Supplements aus. Das macht aber bei denen nicht den Unterschied, ob ja, die das jetzt nehmen oder nicht, weißt du? Wir sind keine, oder ich bin kein Wettkampfsportler, so. Deswegen, also. Wie machst du das, wenn du so, wenn du irgendwie mal so Abwechslung brauchst mit Übungen und so, guckst du dann einfach selber, überlegst du dir selber irgendwas? Oder machst du dann irgendwie, guckst das auf YouTube kenn oder ich ja so? Schon, aber ich ziehe mir echt jeden Tag YouTube-Videos rein. Ja, was ja, guckst du so? Ja, die meisten. Viel aus dem amerikanischen Raum, mhm, so Profi-Bodybuilding und so, die haben ja auch alle eigene Kanäle und Motivationsvideos und Trainingsvideos. Mhm. Da gucke ich mir immer ein bisschen was ab so und versuche das so auf mich abzustimmen so, ne? Und so zu trainieren einfach. Ja. Ja. Aber entweder hast du Bock da drauf oder nicht. Ne? Ja, ja, das immer, ist ja das so. Ich brauche keine Motivation für irgendwas, was mir Spaß macht, weißt ja, du? Ja. So dieser innere Schweinehund, du musst kämpfen, du musst da. Das sind ja alles eigentlich nur Metaphern, so, um die Leute zu motivieren. Ne? Aber ich sage immer, wenn dir das Spaß macht, da brauchst du keine wirkliche Motivation. Das war klar, bei mir mal jetzt schlechte auch so. Tage so. Ne? Ja. Aber mir macht das Spaß. Wenn ich nicht zum Sport kann, ich fühle mich unwohl, weißt du? Ja, bei mir war das jetzt auch so. Ich habe jetzt jahrelang gar nichts gemacht. Und je länger du halt nichts machst, desto größer wird so dieses so, ja, nee, ich habe keinen Bock, lieber ein bisschen ja, Netflix gucken und so. Ja, und klar, so. Und dann irgendwann denkst du dir, ja, okay, ich mache wieder was. Und dann bist halt auch direkt so die Motivation da. Du gehst einmal hin, du willst direkt am nächsten Tag eigentlich wieder gehen. So. Ja, ja. Ich hatte auch richtig man extrem Muskelkater. Also. Ja, glaube ich dir. Ja, war richtig Katastrophe. Man darf nicht direkt so von 0 auf 100, weil ja, das fällt ganz schnell wieder ab. Ja. Auch wenn du mal keine Lust hast, du musst gehen, so ein bisschen was machen, auch wenn du nicht 100% gibst, weißt du? Aber Hauptsache, du hast so ein bisschen was gemacht, du bleibst immer in dem Film so drin, ja, weißt du? Ja, sobald du halt so ein bisschen raus bist, dann fängst du direkt an, dass du so schleifen lässt und ja, so ja, und dann nicht mehr. Das ist halt irgendwie sowas, man macht das dann gerne, aber irgendwie ist es auch so verpflichtend, ja, weil sobald du das dann nicht mehr machst, dann wirst du direkt faul, ja, du kriegst ja, direkt ja, einen Bauch, so wie ich. Ja. So. Ja. Also das ist schon alles so ein bisschen, da muss man die ganze Zeit dranbleiben und so. Man guckt diese Videos und so, aber du darfst dich nicht mit denen vergleichen, weil wie gesagt, die verdienen ihr Geld damit.
die haben keinen 8-Stunden-Job nebenbei und gehen danach noch zum Sport und alles. Das ist ja deren Job, zu trainieren, zu essen, auf alles zu achten, weißt du? Ja. Viele vergleichen sich dann damit. Aber so einer oder wir müssen gucken, dass wir neben Job, neben Familie so den Spagat Ja. schaffen, auch noch Sport unter einem Hut zu bekommen. Und dann reicht das. So 3-4 Mal die Woche ein bisschen auf Ja. deine Ernährung achten. Natürlich sollst du dir was gönnen, aber so im Großteil einfach ein bisschen darauf achten, dass du so gesund und fit bleibst, mehr nicht. Und was hast du so generell noch, außer jetzt das, so für Tipps, so für Leute, entweder die anfangen wollen oder die irgendwie so mal einen Durchhänger haben und so, wie man sich so wieder aufrafft und wieder so Gas gibt und so, was. Ja, ist ja immer Weil du machst das ja jetzt personenbezogen. schon sehr lange, so wenn Ja, 10 Jahre so, ist ja schon eine Zeit so. wie gesagt, ich sage immer, willst du ein Body oder nicht? Entweder willst du das oder nicht. Ja. So richtig klar, hat man schlechte Tage, dann musst du dich motivieren. Guckst du ein paar Filme oder guckst so YouTube-Videos und einfach ein bisschen Spaß dabei haben. Du musst ja nicht direkt so alles nach Plan und so. Geh einfach dahin, mach ein bisschen was und der Rest kommt von alleine, ne? Ja. Doch. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Aber bei mir ist halt jetzt so, dadurch, dass ich halt früher viel trainiert habe, jetzt halt auch so der Punkt, du gehst ins Fitnessstudio, du kriegst nicht mehr die Gewichte wie früher und so. Das ist dann während der Übungen schon so ein bisschen demotivierend. Aber Ja. trotzdem merkst du danach, okay, so du merkst, du hast was getan. So. Ja, Also, das ist das, ja. So Belohnungssystem, ne? Du musst ein bisschen nach Plan was machen und wenn du konstant einfach gehst, du musst einfach immer gehen. ja. Mal weniger, mal mehr, aber wenn du durchgehend immer gehst, die Kraft kommt, dein Körper wird besser und dadurch kommt die Ja, Motivation schon von ja. alleine. Allein wenn du dann immer diese Steigerung siehst, ich weiß das auch noch. So, man macht, ich bin auch so jemand, ich zwinge mich immer zu mehr. So, wenn ich das dann mache, ich bin niemand, der so zufrieden ist damit. Wenn Ja, das so, bin ich auch. wenn du so, keine Ahnung, du drückst, keine Ahnung, 80 Kilo Ja. Bankdrücken und dann drückst du das einen Monat lang, sondern ich versuche halt bei jedem Training irgendwie doch nochmal ein bisschen mehr draufzulegen. Ja. Und wenn es halt nicht klappt, nehme ich es wieder runter so, aber. Ich Ja, wenn versuche du dann jedes wirklich Mal wirklich so. Progression machen willst, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du wirklich so nach Plan alles machen musst, weil Ja. sonst bleibst du halt stehen. Die letzten, ich glaube, 4 Jahre bin ich zweimal gegangen, habe aber alles so schleifen lassen, war halt ein bisschen so trainieren und so, aber seit einem Jahr jetzt wieder, guck mal, seit Januar habe ich, glaube ich, 10 Kilo abgenommen jetzt. Ja. Und seit Januar esse ich so halt 80% nach Plan. So Ja. alle 2 Wochen oder jede Woche einmal mache ich so einen Cheat Day, wie alle immer sagen. Da haue ich mir alles rein, was ich kriege. Und So, ich habe das jetzt 5 Jahre lang gemacht. ja. Und ja, seit einem Jahr jetzt trainiere ich so ein bisschen nach System. Jetzt ist die Kraft auch richtig hochgegangen und so. Ja. Also das bleibt nicht aus, ne? Ja, klar. Also, es ist halt immer so. Für mich ist halt jetzt so, ich möchte jetzt nicht so auf die Ernährung direkt gehen, weil ich weiß, wenn ich jetzt übertreibe und so Ernährung und Sport, alles direkt Ja, so, das machst du dann ist einen Monat halt, dann und dann genau, hast du keinen Bock ja, mehr. und dann Du gehst du doch musst, wieder irgendwo Burger ja, essen oder fang erstmal sowas mit und Sport an, dass du genau. kontinuierlich zum Sport gehst und irgendwann machst du die Ernährung ein bisschen. Ja, weil Aber das ist dann auch willst du auch nicht, mehr so, in weißt erster, an erster Stelle ist immer das Training. du? Ja. Auch wenn alle sagen, Ernährung ist wichtiger, aber meiner Meinung nach ist das Training wichtiger, weil wer richtig trainiert und richtig Gas gibt, der kann nicht dick werden. Also so Ja, gesehen, dick ne? nicht, aber so für Muskelaufbau ist Ja. natürlich dann auch wieder so, Ja, aber wenn du. ich sag mal, McDonald's und Pommes und Burger King haben mehr Muskeln aufgebaut als, weiß nicht, Reis und Hähnchen, behaupte ich. Ja, Ja? doch. Echt? Also Also ich es kommt natürlich immer weiß auf den nicht. Typ an, aber der eine geht auf locker, macht 2-3 Mal die Woche ein bisschen Training, hat richtig guten Body, der andere muss sich dafür den Arsch aufreißen, ne? Das ist Ja, immer gut. Ja, bei mir personenbezogen. ist zum Beispiel so, ich nehme halt auch extrem einfach so zu, aber Ja. ich habe halt eher Probleme so abzunehmen. Ja. So. Ja. Und da ist andere haben dann, ich kenne auch einen, der hat extrem Probleme, wenn der dann zum Sport geht, überhaupt so viel zu essen, dass Ja, das kommt er auch so dazu, ne? überhaupt zunehmen kann, damit er überhaupt Muskeln aufbauen kann. Und Ja. bei mir ist eher das Problem dann, dass ich halt weniger esse und halt so den Bauch verliere. Da habe ich Ja, dann eher das Problem mit. ja. Ich muss auch sehr viel essen. Ich bin 1,90 groß
Und ich schaffe auch nicht immer so viel zu essen, dass ich kontinuierlich zunehme, weißt Ja. du? Das ist schon. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Das ist Ja. immer so. Man muss. Klar kann man so basic sagen, das kann man auf jeden so einstimmen, aber es ist immer alles individuell, ne? Ja. Das Ja, muss halt jeder selbst schauen, so muss jeder gucken, so kommt auch ob er drauf mehr an, was essen du muss für oder Ziele hast, weniger, ne? ja. So, ich will einfach so halbwegs gut aussehen. Ich will jetzt keinen Wettkampfsport machen oder auf die Bühne oder so. Aber im Moment mache ich auch Diät. Ich habe jetzt 10 Kilo runter. Aber ich will einmal so richtig trocken sein, so richtig Okay. durchtrainiert, weißt du? Und ich war schon jetzt jahrelang nicht unter 100 Kilo. Ja gut, das ist natürlich Ja. schon gut so. Also ich Ja. weiß so zu meiner besten Zeit, ich bin 1,84 Ja. so und da Auch hatte nicht ich, klein, ja. ja, hatte ich 95 Kilo Ja. so, aber trainiert halt alles schön Ja. sauber und so. Klar, natürlich nicht trocken, natürlich auch irgendwo so da und Ja, hier aber das so ein reicht bisschen, dann, aber sah gut ne? aus so. Ja. Und jetzt habe ich halt 30 Kilo mehr, so, aber halt Ja, nicht aber du trainiert, bist so, ja auch weißt nicht richtig fett, du bist ständig, würde ich ja, sagen, weißt aber du? das Also du ist hast halt, eine wenn gute du immer so trainiert Grundstruktur. hast und so, Ja. dann ist natürlich auch der Körper ein Ja. bisschen Du bist auch so, groß, weißt du, das ja. geht schon. Und Kann für mich ist man. halt wichtig jetzt auch, dass ich so ein bisschen einfach wieder fitter werde, weißt du? Ja, Wenn du irgendwo Treppen hochgehst, dass du nicht so eine Etage und du ja. Ja, denkst so, klar. so, weißt du, Du und musst ja auf lange Sicht gucken, weißt ja. du? Ich will auch noch im späteren Alter den Sport machen und einfach gesund bleiben. So einen Ja, guten halt Body auch so haben, fit das reicht. Ja, bleiben, so, ja. das reicht. Ja. Also, guten Body kann jeder haben, ne? Das kann nicht jeder aussehen wie Arnold Schwarzenegger, aber so einen guten Body kann jeder. Also ohne Medikamente und sowas, ne? Ja. Das ist auch Hast du da schon so Erfahrungen nochmal gemacht eine oder andere so? Oder Sache. gar nicht so? Bis früher mal habe ich ein bisschen Testosteron genommen, Hm. aber mehr auch nicht. Aber das liegt schon 5, 6 Jahre zurück. War dann so, wo du das nicht mehr genommen hast, hast du dann irgendwie so Nebenwirkungen gehabt oder so? Oder war das gar nicht, also so, dass du einfach ein bisschen genommen hast, dann hast du gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr und. Das Problem war früher, habe ich bei dem Thema auch sehr viel falsch gemacht. Und ich habe auch, oder man hat nicht wirklich jemanden gehabt, den du fragen konntest, weißt Ja. du? Du hast einfach immer irgendeinen im Studio gehabt, der auch was genommen hat oder so. Und heutzutage guckst du dir YouTube an, da kannst du schon alles rausfinden, weißt du, und wie man Ja. es richtig macht und hin und her. Aber eigentlich, alles, was ich drauf hatte, war sowieso nur Wasser, was man so gezogen hat. Also keine Muskulatur, was alle immer denken. Und als ich nicht mehr genommen habe, ging auch alles wieder weg, so Okay. sozusagen. Ne? Also. Also hat es im Endeffekt auch eigentlich dir gar nichts gebracht, so in dem Moment. Ja, nicht so viel. Ein bisschen schon halt, aber für den Moment oder für die Zeit halt einfach Ja, nur, weißt du? ja. Also das ist eigentlich sehr komplexes Thema. So. Viele denken einfach, die hauen sich immer irgendwas rein und das war's, weißt du, aber du musst so viel drumherum machen und das sind halt Medikamente, Ja, weißt du? klar. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung und so Bluthochdruck und so was, Ja. ne? Und Ja diese gut, den habe ich üblichen, dadurch, dass ich den, halt so ja, ein den bisschen habe mehr ich auf jetzt den Rippen auch, habe, weil ich so. auch, Ja, so da habe ich auch Bluthochdruck ja. so und deswegen will ich halt auch ein bisschen mehr machen, auch gerade so im Ja, viel Cardio-Bereich Cardio, und ja, so. Cardio hilft viel, ne? So, da bin ich jetzt gerade dran. Ich habe jetzt angefangen mit erstmal so 10 Minuten vor dem Ja, Training. Jetzt ja. bin ich auf 15, jetzt möchte ich nächste Woche 20 und so, dass Ja. ich auf 30 Minuten komme Ich vor habe dem auch einen Training und ich glaube, Ergometer das ist jetzt so zu ganz gut. Hause, jeden Morgen 30 Minuten auf dem Fahrrad. Das auch. Ja. Also jeden, also so direkt nach dem Aufstehen könnte ich gar nicht. Also Doch, da bin ich einen noch so schwarzen Kaffee verschlafen und rein und so. sofort drauf, Alter. Aber ist auch Doch. Gewohnheit, ne? Ja, Gewohnheit, aber du fühlst dich wirklich besser. Auch wenn du manchmal keinen Bock hast, aber wenn du es dann gemacht hast, weißt Ja. du, und es regt den Hunger an und. Ja gut, ich wach auf, ich habe direkt Hunger, Ja, so. habe ich Ich auch immer, habe da kein alles Problem. immer. Aber Cardio hilft auf jeden Fall viel. Ja. Also auch für deine Form und so Ja. generell, so Ja gut, ich gehe Herz-Kreislauf-System und ich geh sowas. jetzt 2 bis 3 Mal die Woche Ja. aktuell. Ich will das jetzt auch noch mal ein bisschen mehr machen. Und dann halt mit jedem Mal auch 30 Minuten Cardio dann so und Ja, dann. hängst du einfach hinten dran
Ja, wobei ich bin eher so der Typ, ich muss das vorher machen. Ja, Ich dann so trainiert habe und ich bin halt auch nach dem Training immer richtig platt. Ja. Wenn ich mir dann vorstelle, dann nochmal so sich zu überwinden, nochmal Cardio zu machen, das ist. Für mich ist das nicht so. Ich muss das vorher machen, dann kann ich sagen, okay, ich habe da so abgehakt. Ja, okay. Und kann dann halt so. Dann kannst du. Wie sieht das aus bei dir so mit Fitnessstudios und so? Hast du so ein Fitnessstudio, wo du immer hingehst oder gehst du so in andere, immer wechselnde Studios rein? Ja, mittlerweile bin ich bei zwei angemeldet, weil im Moment, am Anfang war ich bei Fitix, habe mich jetzt im anderen noch angemeldet, weil mir das da viel zu voll ist einfach. Ja. Jetzt bin ich in einem, also nicht gehobenen, aber der Beitrag ist ein bisschen teurer und ist halt... Das ist natürlich dann auch leerer, weil halt die ganzen Kinder nicht da sind. Ja, genau. Also bei uns ist halt so eine kleine Kette, die hat eigentlich so zwei kleine Studios und jetzt haben die einen so 24 Stunden den riesengroß richtig geil gemacht und so. Da gehe ich halt jetzt hin. So. Ja. Das ist immer, also für mich ist immer wichtig, so dass das Ding 24 Stunden offen hat, dass man egal wie der Tag ist. Ich pendel ja immer zwischen Bochum und Oberhausen. Für mich ist wichtig, dass ich in jeder Stadt gehen kann. Ne? Ja. Mal halte ich in Essen an auf dem Weg nach Hause, weißt du, oder hier in der Stadt oder je nachdem, wo ich gerade bin. Ja. Und früher war mir das egal, ob das Studio voll ist, aber mittlerweile... Man will auch mehr so seine Ruhe haben. Ja, genau. Meine Ruhe haben. Fühl ich. Ja. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst den ganzen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung sein Instagram-Profil aus, mein Instagram-Profil aus. Bei mir gibt es kein Fitness, bei ihm gibt es jede Menge Fitness. Also wenn ihr Motivation braucht oder so, checkt das auf jeden Fall aus. Ja. Und wenn ihr jemanden kennt oder selbst bei Sedotalk mit drin sein wollt, so, dann schreibt das unten in die Kommentare, wenn ihr was zum Thema Fitness sagen wollt auch. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Video. Ciao.